Hallo Freunde, wir haben mal eine kleine, schnelle Osterdeko für euch. Ich habe mir gedacht, ein kleiner Osterhase, obwohl man eigentlich schon so viel Kram hat, muss trotzdem noch bei uns mit hin, den man selber gebastelt hat. Der ist aus Pappe und wie man den macht, zeigen wir euch. Viel Spaß. Wir möchten heute noch eine kleine Osterdeko basteln und haben uns gedacht, aus Holz ist für mich immer schwierig, das Holz zu schneiden. Erstmal Holz besorgen. Pappe geht genauso gut. Pappe geht einfacher zu schneiden. Pappe steht auch wie so ein Stückchen Holz und wenn man das beklebt oder bemalt hat, sieht man im Endeffekt gar nicht mehr, ob das jetzt Pappe ist oder Holz. Also wir arbeiten mit Pappe. Pappe hat jeder zu Hause. Ich habe auch immer ganz viele Kartons und was weiß ich zu Hause. Und jetzt ist immer nur das Problem, wie macht man jetzt einen Hasen? Aber eigentlich ist das ganz einfach. Man nimmt sich zwei verschieden große Teller oder Kreise, irgendwas. Zirkel. Ich habe jetzt hier immer solche Becher, die ich schon zum Betonieren und sonst was immer gebraucht habe. Einen großen und einen kleinen. Einen kleinen und einen großen. Habe mir gedacht, den setze ich jetzt hier nicht ganz, also nicht ganz rund, sondern ein Stück weiter runter, weil ich will den ja noch sitzend aufkleben nachher. Also habe ich so einen Teil drüber gucken lassen und habe mir dann den Kreis abgemalt. Genau das gleiche hier mit dem Kopf, da ich erst überlegt die große Seite und ich habe dann die kleinere Seite genommen. Das muss man dann gucken, wie es zusammenpasst. Das natürlich auch nicht jetzt einfach so da oben drauf, sondern dass sich das hier ein bisschen überschneidet, damit man eine Halterung für den Kopf hat, damit der Kopf angewachsen ist. So, und jetzt war das Problem wieder Ohren, aber zum Glück hat mir da mein Mann wieder geholfen, Ohren zu malen. Und dann denke ich mal, ist doch das ein Hase. Theoretisch. Ja, sicher. Praktisch werden wir gleich sehen und jetzt schneiden wir uns den schön aus. Und ich habe jetzt endlich meine tollen Scheren. Crafters Companion Lila Scheren. Mit Lila Scheren macht das gleich noch viel mehr Spaß. Dann schneidet man sich die Sache aus, die man sich jetzt hier vorgemalt hat. Kommt endlich deine Schere in ein. Kommt endlich mal meine Schere. Ich muss unbedingt was ausschneiden jetzt. Ich muss jetzt sehen, ob das hinhaut oder nicht. Dieses ganze Video ist nur der Schere gewidmet. Nur weil ich unbedingt was ausschneiden wollte. Genau. Und nicht einfach nur Papier, sondern ruhig mal ein bisschen was Kräftigeres. Und wenn ihr richtig dicke Pappe habt, ist das noch viel schöner, weil der Hase dann dicker ist. Aber wenn man den so stehen sieht, irgendwo auf dem Schrank, man sieht den ja bloß von einer Seite meistens. Das liegt an dir, ob du beide Seiten gestaltest oder nur eine. Nee, wir stellen nicht auf den Schrank, ich gestalte nur eine Seite. Ja, schneidet sich ganz super, also. Lässt sich auch gut anfassen, weil ein riesen Griff dran ist. Also hier so ein, wo man reinfassen kann mit drei Fingern, ist schon cool. Ja, extra für dich gemacht, die Schere. Extra für mich, ja. Das wäre jetzt schlimm, wenn die nicht funktionieren würde, wo du so erpicht warst, so eine Schere zu bekommen. Und diese Teile, so also Klebestreifen, kleben dann nicht mehr so dran. Dafür wollte ich es ja eigentlich. So, und jetzt hat man so einen kleinen Hasen. Wie groß ihr den macht, das ist eure Sache. Wenn ihr ein großes Stück Pappe habt, könnt ihr auch einen großen Hasen machen. Ich habe jetzt bloß so eine A4 und mir reicht der eigentlich, wenn der so da steht. Und jetzt kann man den entweder anmalen oder man klebt Filz drauf. Also wir wollen ja mit Filz machen. Wir wollen mit Filz machen. Wir wollen ja die Schere ausprobieren. Und bei Filz habt ihr dann jetzt auch wieder die Qual der Wahl. Es gibt so Restestückchen bei, ich glaube, die habe ich bei VBS gefunden. Ich verlinke euch auf jeden Fall, wo ich die her habe. Das liegt jetzt alles schon wieder eine Weile. Und da hat man dann so verschiedene Farben, verschiedene Stärken, dass man da richtig mal schön was basteln kann. Das Braun da passt. Das hier. Das habe ich mir auch gedacht. Diese Braun wollte ich nehmen. Das habe ich gesehen und habe gedacht, das musst du nehmen. Man könnte natürlich auch einen leuchtend pinken Hasen machen. Ja, da waren wieder zwei Dumme mit einem Gedanken. Ja, ich habe das ja vorhin schon gesehen und mir eigentlich hingedacht. Ach so. Und dann gibt es auch so kleine Filzplatten A4. Die sind, glaube ich, von Boutinette. Nee, die hier hatte ich von Boutinette. Da steht es ja auch mal drauf. Die sind so eine dickeren Platten. Da kann man auch schöne Sachen mitmachen. Aber zum Beziehen, habe ich mir gedacht, gehen auch solche dünnen. Und da kann man bei VBS oder Boutinette kann man da immer schauen. Und dann gibt es natürlich auch noch Filz mit Glitzer. Oh. Also man könnte dem Hasen jetzt auch noch irgendwie Glitzer verpassen. Auf keinen Fall. Gucken wir mal. Also es gibt verschiedene Sachen. Ich verlinke euch überall, wo ihr sowas findet. Und dann könnt ihr da Filz besorgen. So, ich habe mir gedacht, wir kleben den Hasen erstmal fest auf dem Filz. Und dann kann man das besser ausschneiden. Ich nehme natürlich wieder meinen UU-Bastelkleber. Der klebt alles. So ja, Filz. Und dann wird er erstmal aufgeklebt. Ich würde es von beiden Seiten machen. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn auf eine Seite ein Pappe ist? Und von der anderen Seite kann man dann auch ein Gesicht machen und dann
hast du beide Seiten, die du hinstellen kannst. Kannst du dir dann aussuchen, ob du rückwärts stellst oder vorwärts stellst. Beide Seiten? Das war jetzt wieder zu hoch, ja. Nein, das war nicht zu hoch, aber das ist jetzt so viel Material, was ich... Ja, aber deine Schere kannst du am wenigsten ausprobieren. Filz schneidet die natürlich ganz super. Und auch bis zur Spitze. Bis zur Spitze, das war immer das Problem bei den anderen Scheren, dass das nicht bis zur Spitze geschnitten hat. Du hast ja verschwendet. Ja, auch schnell muss ich es jetzt eh, aber... Platz machen. Komplett filigran. Filigran. Filigran ist anders. Aber muss man natürlich immer genau am Rand schneiden. Ja. Naja, ob du nun aufzeichnest mit einem Filzer oder wie es ich war, wo du schneidest gleich nach der Schablone aus, ist doch nun hops wie gesprungen, oder? Ja, man muss es nur richtig angeklebt haben bis am Rand. Na, man darf nicht schräg reinschneiden. Man muss eben so eine Edelschere haben wie du. Oh. So, und jetzt hat man erstmal den Hasen von der einen Seite. Jetzt kann man sich überlegen, ob man den einfach nur so hinstellen will. Sieht doch schöner aus als angemalt, oder? Ja, ich fand das jetzt mit dem Filz auch schöner. Und da ich das liegen habe, machen wir das gut. Wir kleben den auch noch auf der anderen Seite fest. Und nächstes Ostern holst du dir neue braune Filz und dann ist gut. Ja, du kriegst das immer nur als Packung. Ich weiß nicht, ob es einzelne Platten immer gibt. Das ist immer das Problem. Aber ich glaube, man kann auch einzelne kaufen. Ja. Also von Pappe und so weit kann man auch einzelne kaufen. Ich habe jetzt so ein Set gekauft gehabt. Ich zeige jetzt natürlich auf das Set, drehe mich um und zeige da drauf, was ihr jetzt gar nicht seht. Das ist immer Quatsch, warum ich das mache. Sie guckt immer mich an, ja, und meint euch. Ja, hat man sich so angewöhnt. Aber so hat man dann wenigstens ihn zum Angucken. Ich stehe hier stellvertretend für die Millionen Menschen, die deine Filme gucken. Ja, man kann sich alles mal gut reden, ja, für die Millionen. So, dann muss hier natürlich auch wieder ausgeschnitten werden. Logisch. Und das geht ja so einfach, wa? Boah, so einfach. Ist das nicht schön mit einer neuen Schere? Mit einer lilanen Schere ist das so schön. Das Lila ist wichtig. Das Lila, ja, ist wichtig. Nicht wie die schneidet, sondern die Farbe ist lila. Das Lila ist wichtig. So, und dann hat man das Teil von beiden Seiten ausgeschnitten. Siehst du. Sieht doch viel schöner aus. Von beiden Seiten beklebt. Und wir machen auch von beiden Seiten. Dann kannst du dir überlegen, ob du rückwärts oder vorwärts stellst. So, und wenn man jetzt schon von vorne und von hinten gestalten, dann machen wir ihm auch noch eine Fliege. Ja, und du machst doch die Fliege nur. Warum? Weil sie glitzert. Ja, weil du deinen Glitzer nehmen kannst. Eine Glitzerfliege. Jetzt machen wir erstmal für hinten nur was. Nee, jetzt müsstest du eigentlich für vorne machen, weil hinten willst du ja den Puschel ranmachen. Und ich würde jetzt meine Fliege hier erstmal. Du musst sowieso erstmal alles zuschneiden und dann können wir weiter gucken. Und jetzt muss er ja irgendwie noch ein Gesicht kriegen. Jetzt haben wir uns solche Wackelaugen ausgesucht. Gott sei Dank haben wir ja sowas noch liegen. Hat er mir auch nochmal neue geholt. Kriegt er also richtig große Wackelaugen drauf. Dann als Nase haben wir hin und her überlegt, aber da geht eigentlich so ein Pompom, so ein Puschel, geht immer. Ja, die musst du ja immer wieder verarbeiten. Ja, das ist ja auch Tausende und Millionen, Abermillionen. Dann haben wir uns gedacht, eine glitzernde Fliege, wenn schon, ein bisschen was glitzerndes muss sein. Kriegt er eine glitzernde Fliege. Als Füßchen, auch zwei Sonne bummeln, fertig. Braucht man sich nicht so groß Kopf machen, was man da nimmt. Ja, wenn du Bommel nimmst, passt ja auch Bommel. Ja, dann habe ich hier solche Stifte, Deko-Painter, Acrylmalstifte, die malen eigentlich auch auf allen möglichen Sachen. Da malen wir dann hier noch so ein Bartherrchen. Ich dachte eigentlich so. Noch so ein bisschen Schnauze, ja. Schnauze oder so. Ja, ist ja auch richtig so. Noch was? Ja, unten, denn diese kleine Rundung fehlt da noch. Ja. Der Mund. Naja, nicht schön, aber sehr. Aber dann musst du trotzdem noch ein paar Haare an der Seite ranmalen. So, so, tschip, tschip, tschip. So, genau. Naja, nicht schön, aber selten. Ich glaube, ich zeige meinen Hasen dann später doch lieber nur von hinten. Da kommt jetzt nämlich dann auch so ein großer Puschel dran. Da kommt nur so ein Puschel und das wartet. Ey. Da braucht man nicht so viel Brimborium machen. Man kann dann natürlich auch noch ein bisschen
Glitzer ransetzen, weil vorne ist ja die Schleife. Kann man ja erahnen, dass da eine Schleife ist. Dann machen wir hier hinten einfach noch ein bisschen Band. Also ein bisschen Glitzerzeug hin. Damit es von hinten ein bisschen glitzert. Und der Hase ist doch fertig dann. Da braucht man nicht so viel machen. Aber ihr könnt euch überlegen, ob von vorne oder von hinten. Und jetzt muss er bloß irgendwie noch... Also ich bin doch der Meinung, von hinten. Zum Stehen. Hab ja gleich gesagt, wir machen das von hinten. Aber nein, ich musste mir ja erst ihn abmühen. Und jetzt kleben wir den einfach hier auf die... Nee, aber nur auf Holz ist ja auch primitiv. Ja, jetzt machen wir ihn erstmal auf die Holzplatte. Nee, musst du nicht... Ich dachte, dann noch Gras. Dann. Ach so, gut, okay. Ich weiß nicht, ob wir erst Gras drauf machen. Na, erst Gras oder du nimmst Moos nachher. Das kannst du auch noch machen. Dann nehmen wir Moos einfach. So, dann hoffe ich mal, dass er auch steht. Wenn wir jetzt hier so ankleben. Hättest du die Puschel auf der Erde gesetzt, dann hättest du gleichzeitig vorne und hinten noch Halt gehabt. Siehst du? So steht er jetzt jedenfalls schon mal. Und jetzt kann man sich hier unten noch überlegen, ob man hier einfach ein bisschen Moos hin macht. Ja. Oder irgendwas. Na, was Grünes, was. Ein paar Ostereierchen, kleine, kannst du dann nachher Ostern auch noch dazulegen und dann. Erstmal haben und Ende mit weg sein. Du bist immer gut, ein paar Ostereier, dann machen wir einfach. Nee, mach mal den Moos. Und mach mal erstmal den Moos und dann entscheiden wir weiter. Den Moos, genau. So, dann habe ich hier so ein Island-Moos. Gibt es in verschiedenen Qualitäten, muss ich gerade mal feststellen. Ich habe jetzt hier diese, da sind auch lauter so eine Kiennadeln oder sowas mit drin. Und von Noch, von der Firma Noch, das ist richtig schön sauber. Ja, das kommt auch direkt aus Island und das, was du da hast, ist bei uns im Wald gesammelt, also bei den hiesigen Wäldern gesammelt. Das kannst du vergessen, dass es dieses Moos bei uns hier gibt. Gibt, zeig dir nächstes Mal, wenn wir spazieren gehen mit der Hunde. Deswegen heißt es ja Island-Moos. Ja, weil das in der Tatra, in der Tundra oder so. besser wächst. Aber bei uns im Wald gibt es das gleiche Moos, was du da hast. Ja. Ja, zeig dir nächstes Mal. Na, dein Wort in Gottes Ohren. Ja. Dass du immer streiten musst mit mir. Also ich hab das noch nicht gesehen und das würde ja auch nicht Islandmoos heißen, wenn das in Sachsen-Anhalt wachsen würde. Das wächst nicht nur in Sachsen-Anhalt, das wächst überall in Deutschland. In allen Wäldern, wo Lichtungen sind, da wächst das. Trocken und Lichtungen, da wächst dieses Moos. So, und jetzt haben wir hier noch so einen Kirschzweig, den habe ich noch über von irgendwas, keine Ahnung. Wenn der noch zu nackig ist, ja. Genau, und dann machen wir den hier einfach noch am Ohr mit fest. Schön doch so sehen lassen. Und wenn man das vorne jetzt nicht so schön hinkriegt, dann macht man das von hinten. Das ist natürlich perfekt. Ja. Das ist ganz... Hase hinter Busch. Ganz wunderschön. Ganz wunderschön, genau. Also ich würde ihn so rum hinstellen. Also habe ich ja von Anfang an gesagt, lass uns den so hinstellen. Dann brauche ich mich da mit dem Gesicht nicht so abquälen. Und die Blume reißt natürlich alle draus. Und ja. Jetzt hat man Osterhasen hinterm Kirschzweig. Und wenn der einer kommt, oh, hast du aber einen schönen Strauß da. Schöner Osterhasen. So, die fällt er mir richtig. Gut. Na gut, man kann Schock. Zur Not, wenn du die Gäste dann loswerden möchtest, dann drehst du den Hasen kurz um. Dann wissen alle Bescheid, jetzt ist Feierabend heute. Du bist die Meinung. Also ich bin mir ganz sicher, unser Hase wird so rumstehen. So gefällt er mir richtig gut. Ihr kriegt natürlich die Gesichter bestimmt wieder viel schöner hin als ich. Ich kann einfach nicht malen irgendwie. Vielleicht muss ich mir mal sowas kaufen, dass man die ganze Gesichter drauf kleben kann. Oder ein Stempel gibt es vielleicht sowas. Ein Stempel. In ja, die Hersteller sollten mal Gesichterstempel anfertigen. In verschiedenen Größen, genau, dann kann man das überall drauf stempeln. Also unser kommt so auf den Schrank, so sieht er gut aus, so gefällt er mir. Jetzt könnt ihr davon 1 Million Hasen basteln mit euren Kindern, Enkelkindern oder was weiß ich. Geht ganz schnell zu machen. Wie gesagt, wenn ihr keinen Filz habt, malt er die Dinger einfach an. Das geht auch. Mit Filz sieht natürlich toll aus, aber gemalt, ja, sieht, gemalt das sieht auch gut aus. Gemalt sieht das auch toll aus. Das ist ja aus. Nur, damit wir mal zeigen konnten, damit sie eine Schere hat. Ja, und dass ich meinen Filz jetzt verbastel, was ich irgendwann mal gekauft habe. Ich kaufe immer so viel Zeug, lege das hin und irgendwann, ja, irgendwann habe ich... Zieh das Video nicht so in der Länge. Ja, und tschüss. Bleibt dran, guckt wieder rein. Bis demnächst.